Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge Minecraft Beyond. So, und mit der Antwort machen wir das jetzt. Was wir das letzte Mal gemacht haben, ist Farmerale spielen und da so schön unsere Karotten hochzüchten. Und Seeds analysen und Karotten züchten und Seeds analysen und weitere Karotten züchten. So, du bist jetzt ein 10-9-10er Seed. Okay. In der Mitte ist also einer noch recht schwach. Das ist der da. Und, entschuldige, ich muss jetzt gleich nochmal eine ganze Tür zumachen, denn... Ah, habe ich schon daher getan. Ich muss die Tür ganz zumachen. Also, es war jetzt die Balkontür. Und die Balkontür ist jetzt der einzige Schalldämpfer zwischen dem Regensturm da draußen und... Hallo Zombie. Ciao Zombie. Wo bist du hergekommen? Da muss echt irgendwas in der Nähe sein. So, machen wir nur aber die von... zuerst die Hochzüchten natürlich wieder. So. Die sind schon relativ schnell gewachsen. Und jetzt keine Weeds, bitte. Denn das hat jetzt gute Chancen, dass das 10-10-10er sein. Wo sind sie? Da sind sie. 8-10-8. Fast. An von den beiden. Na. Habe ich jetzt da schon hergetan? Ja, 18,8. Ich sollte mal definitiv einmal die ganzen Dinge wieder loswerden. Perfekt. Und dann noch eine wilde Blume. Das Gute an der Gießkanne ist einfach, dass man da in der Gegend immer gehen kann. Das muss ich kurz sagen. Man kann in der Gegend immer gehen und da einfach ein Zeug wachsen lassen. Weil die Blume ist zum Beispiel randomized gewachsen, weil ich halt in der Gegend draufgehalten habe. Sowas ist aber voll super und man kann Gras schneller wachsen lassen. Dann kann man einfach mit der Gießkanne so in der Gegend umspazieren und kann einmal Gras wachsen lassen. Und wir sollten gleich schlafen gehen. Da haben wir 9-10-9. So knapp. Trotzdem nur so weit entfernt. So, und jetzt bevor wir von Zombies oder sonstigem Zeug angegriffen werden. Ich will ja einen Sattel haben. Denn ich will ein Pferdl haben. Und ein Pferdl fahren. Deswegen machen wir ja die Karotten eigentlich da im Großen und Ganzen. Aber das ist eben jetzt noch einmal so der Plan. Zuerst Verpflegung, dann werden wir ein bisschen Haus bauen. Und dann werden wir mit dem bisschen Haus bauen fertig sein. Werden wir wahrscheinlich uns ein Pferdl holen und sonstiges. Und bei der Riesenschmiede. Es ist so super, dass ich für die Schmiede nicht so viel farmen habe müssen. Da bin ich echt zufrieden, dass da in Villages einfach so ganz, ganz, ganz viel Zeug unterwegs ist. Und ich muss unbedingt in die nächste Village, ich muss schauen, was die Trades sein von denen. Denn sonst sparen wir wirklich einen Villager-Grinder. Da wollen wir einfach durchgehend Villager da reinhauen in die Schmiede. Denn wenn man Villager in der Schmiede tötet, wenn es ein bisschen ungut ist, wenn man die aber in der Schmiede tötet, nachher 10-10-10. Jawoll! So, du bleibst da gerade drin. Na, dann bin ich dir mal sicher. Ja. Und eigentlich kann ich abbauen. Und da auch wieder die Seeds runterhauen. Und jetzt gibst du außer der Master Seed. Also, ich soll da wieder Crops herstellen. Bam, bam! Hochzüchten und machen wir gleich das ganze Feld voll. Und wer mich kennt, ich tue am Schluss wieder alles abbauen, damit dann bei alle schön dabei steht, dass es 10-10-10er Seeds sein. Ja, das sind alle zu Karotten worden.
denn ich mag das auch einfach, wenn das da steht, so wie ich das haben will. Denn ich habe ja nicht umsonst so viel Zeit jetzt noch aufgewandt, da die 10-10-10er hochzuzüchten. So, und da hinten sind auch Karotten gewachsen. Perfekt. Gib, wachs schneller. Perfekt. Das geht so schön schnell mit einer Gießkanne. Also mit einer Watering Can, wie es in Minecraft heißt. So, und jetzt habe ich wieder keine Crops mehr. Teufel, was der Zwerge gemeint hat, die sind echt zu schnell weg. Deswegen macht er sich immer gleich zwei Stacks davon. Das machen wir jetzt auch schnell, denn wir haben ja da jede Menge Bäume hergepflanzt. So, mit unserer trusty kaum vorhandenen Axt, wo wir uns jetzt aber noch eine zweite machen zuerst. Denn ich glaube, einen Block kriegen wir da zumindest oben mit der. Oder vielleicht einen ganzen Baum. Ja, einen ganzen Baum, das ist ja schon mal was. Jetzt hat sie aber wirklich, wie viel Durability hatten die noch? 2 von 31. Definitiv ein Fall zum Wechseln. Da tun wir mal das raus. Und da hätte ich jetzt sogar noch genug gehabt, damit ich gleich weitermachen kann. Aber ja. Machen wir jetzt einfach Pets auf. Auf zum Holzfällern. Also auf zum Bäumefällen. Jetzt haben wir da Holzfällerale. So, höchste Konzentration beim Holzfallen. Lasst ihr den Baum in die richtige Richtung fallen? Oder macht das doch falsch und verlässt sich zu sehr auf seine Instinkte? Na, was jetzt da im Beyond eben das Feine ist, ist einmal, dass man mit Control sprinten kann. Das ist für mich die Offenbarung wieder, kann man sagen. Denn das ist das, was mir wirklich, wirklich abgegangen ist. Weil ich tue eigentlich immer mit Control sprinten. Und jetzt hast du mir die komplette Axtin gemacht, verdammtes Laub. Egal. Wir haben mal genug Holz. Mit dem genug Holz werden wir jetzt gleich mal einen ganzen Stack. Ja, einen kompletten Stack da umwandeln. So und so. Und jetzt haben wir einen ganzen Stack von den Crops. Perfekt. Und jetzt können unsere Karotten endlich in Gemütlichkeit weiter wachsen. Also in Gemütlichkeit, im Highspeed-Verfahren natürlich, aber. So, da haben wir Karotten, alles hoch gezüchtet. Und da hat's das letzte Feld immer das Eckfeld. Und wenn wir die mal alle haben, machen wir das. Denn ich sollte jetzt theoretisch einen 10-10-10er und 15 unidentifizierte haben. Ja. Und Gott sei Dank kann man die in einem Backel identifizieren, denn das sind jetzt alles 10-10-10er und. Ja, die Hake brauche ich gerade nicht da, ich brauche die da. Dup, 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 dup. Wieder ein Feld mehr. Das gleiche müssen wir jetzt leider noch für Weizen machen. Das will ich aber nächste Folge machen, weil es geht ja doch recht schnell, aber nicht schnell genug, sagen wir mal so. Da machen wir gerade noch den Rand außen drum weg, nicht dass da jetzt noch ein Mobs, die was ultra schnell nach hinten mal laufen. Okay, da lasse ich noch, weil da ist immerhin meine Schmiede. So. Und da kann man denen jetzt beim gentechnischen Wachsen zuschauen. Und jetzt weiß ich endlich, es ist wirklich ein 3x3er Feld, was man da bearbeitet, wenn man in der Mitte hingeht. Und jetzt kann ich euch das noch sagen. Wenn ich da nämlich hergehe, dann wächst nämlich das Gras auch ganz schnell. Das kann man
Das kann man wirklich wie ein Ding weiter wachsen lassen. Das ist super. Und da hat man nämlich nicht immer die braunen Flächen, wenn man jetzt irgendwo dort hingesetzt hat, sondern man kann auch ohne eine Silk Touch Pickaxe oder Silk Touch Variante das Gras von A nach B wachsen lassen, was relativ angenehm ist. So, und wir haben genau in der halben Folge einmal das geschafft, was ihr nur unbedingt tun wollt. Und da haben wir Lava drin. Dann werden wir da jetzt einmal Zeig schmelzen und uns... Wow, was war das jetzt? Der ist gerade irgendwie ganz komisch gesprintet, aber ja. Na, die Farmutensilien lassen wir hinten bei der Farm. Die sind nämlich wichtig. Und die will ich nicht vermischen und... So, was haben wir da? Was haben wir da? Holz lassen wir ein bisschen da. Mighty Smelting habe ich schon 2 Stück. Ah ja, ich habe da mein Trusty Helmet. Ja, da habe ich genug zum Essen. Ich habe Cotton Seeds. Oh, das ist praktisch. Die tun wir aber gleich noch hersetzen. Weil dann braucht man nämlich nicht lang suchen, wenn wir String haben wollen. Not yet analyzed. Ja, die tun wir auch zuerst einmal 4 Seeds draus machen und dann tun wir sie umpflanzen. Habe ich da aber vielleicht schon Cotton Seeds drin oder so? Na, sehe ich jetzt keine. Ich habe Seeds. Ah, die Schocken, Karotten. Okay, die Karotten kann ich aber wegtun. Weil die brauche ich wirklich nicht mehr. Da habe ich die 10-10-10er Karotten schon. Belladonna Industrial Hemp. Ich glaube, aus Industrial Hemp kann man sich nämlich Öl holen oder sowas. Also zum... Und man Drake. Na, aber da tun wir gleich markieren. Dass wir da daneben auch noch... Ach, ich komme einfach nicht weg von den Feldern. Zwerge hat mich da angesteckt, definitiv. Und der Lag ist real. So. Aber eigentlich lassen wir da mal so wachsen. Das machen wir. Und her mit meinen Baked Potatoes. Ah ja, da tun wir gleich da hinten wieder. Tun wir gleich da hinten wieder Dinge ansetzen. Die Oak Trees. Damit ich dann auch wieder ganz, ganz, ganz viel Oak habe. Jetzt haben wir da so eine schöne Schlangenlinie. Jetzt gehen wir mal unser Zeug und machen unsere ersten Tinker's Construct Tools. Diamonds habe ich ja schon gefunden, glaube ich, aber ich brauche eben genug für die Quarry als erstes. Da haben wir schon einmal einen Emerald. Da haben wir 8 Diamonds. Ich sollte mal schauen, was brauche ich für die Quarry. Da. Because Builders, da haben wir die Ender Quarry, die ist nochmal. Die besteht aus viel zu viel Diamond Edged Computational Matrix. Nope. Und da haben wir die Ender Quarry. Da kommt nochmal Diamond Gear. Okay. Da haben wir Gold Gear. Das heißt, da brauche ich Amulet Gear, damit ich das. Ja, ich glaube, das Gear, ja. Da mache ich einmal so Iron Ingot Gear, da habe ich nämlich die Gussform. Ah, aber die Diamond Gears muss ich ja ganz anders machen. Dort muss ich ja Gold Gear verzieren. Okay. Das heißt, ich hab da 8 mit den Baden und mit D3 zusammen habe ich 11. Das heißt, mit 11 Diamonds habe ich das Ganze erledigt. Das heißt, ich brauche noch 3. Und da jetzt gerade wieder dunkel ist, gehen wir schlafen. Hauen einmal unser ganzes Gold und Eisen in die Schmiede. Ah, da haben wir noch Seed Bricks. Stimmt, der wird ganz vergessen. Hier haben wir da einer. Na, da haben wir jetzt gerade. So, da haben wir mal Ferrus, Blei, da haben wir Eisen. Wo haben wir jetzt unsere ganzen. Habe ich das ja schon eingeschmolzen? Na. Ich habe echt nicht gleich so wenig Material jetzt schon mitgenommen. Aluminium.
Ich habe wirklich so wenig Material mitgenommen. Dann nehmen wir da jetzt aber zumindest die Iron Ingots, nicht aber Gold, Iron, das ist alles irgendwie. Ja. Ah ja, ich habe mich so geärgert, dass ich es schon eingeschmissen habe, aber ich mache mir da aus der 4 Pickaxe. Weil. Oder zwar. Die heben nämlich relativ viel. Ah, ich habe da nur die Crop Sets. Ich sollte mal zwei nicht tun. Einmal und zweimal. Mit denen kann ich alles abbauen, außer Obsidian und Diamant. Nein, ich glaube, mit denen kann ich alles abbauen, ja. Darum will ich mal das drin. Da ist auch nichts mehr, okay. Nehmen wir von da. Na, Silber brauchen wir nicht, die braucht kein Elektrum noch. Dark Steel brauchen wir auch nicht. Tin Ingot auch nicht. Ja, dann haben wir mal Gold und Eisen in die Schmiede bis jetzt. 5 Ingots kann ich mir gleich sparen, denn da mache ich jetzt gleich das draus und eine damit, denke ich. Ah, das ist super. Da ist jetzt noch einmal der Boden da drin voll, das gefällt mir. Aber ja, ich habe keine Fenster eingebaut, weil das Glas ist leider zusätzliche Verschwendung für die Schmiede, sagen wir mal. Und da machen wir jetzt noch als erstes dann ein Casting. Ah ja, ich brauche ja noch Aluminium und Kupfer. Obwohl, nein, ich mach Gold-Castings. Habe nämlich mehr Material davon. So, und die beiden Pickaxes, die wir gerade zusammenbauen. Dann kann ich nämlich die Trusty Iron Pickaxe noch verwenden und verschmelzen. Wie geht's Bob? Hallo Bob. Oh, Bob hat Eierklick. Und ich brauche definitiv wieder einen Iron Cleaver, denn ich will den Templar da nimmer vor meiner Haustür haben. Die sind nämlich echt böse. Die schauen dann sofort böse an, sobald man in die Nähe kommt von denen. Und ich kann es jetzt schon verraten, die nächste Folge wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine Farmfolge werden. Die nächste Folge von Beyond. So, auch als Vorbereitung wieder für den Stream ein bisschen. Da war doch einmal Lava. War da noch bei anderen herunten? Der was Lava gebraucht hat unbedingt? Weil. Ah, ich habe das da einer geschmissen vielleicht teilweise. Ja, da haben wir Kupfer, da haben wir Aluminium, Aluminium Gravel, Tin, da haben wir Kupfer Ingots. Da haben wir noch ganz, ganz, ganz viel zum Essen. Und ab unter Tage, wie man so schön sagt. Zertusquarz, lassen wir nochmal Zertusquarz sein. Und die Stiege da oben mache ich auch nochmal besser. Aber nicht heute, denn heute haben wir einmal 2 Minuten. Eine Minute, 2 Minuten. Mehr oder weniger. Das heißt, wir gehen da gerade her. Schauen, dass wir da irgendwo Kohle finden. Kohle, Kohle. Auch jede Menge Lava und Wasser und alles drum und dran, und ich brauche aber jetzt leider mal Kohle, denn mit der Kohle kann ich schon mir wieder Fackeln machen und alles weitermachen, was ich will. Komm schon, Game. Da habe ich scheinbar zu gut alles abgefarmt. Oder habe ich da vorne nicht Kohle stehen lassen für den Fall, dass ich. Na. Habe ich da Kohle stehen lassen für den Fall? Na, da machen wir mal Cinnabar-Ohr mit. Da haben wir mal Kohle. Und mit unserem Wayminer geht das dann auch noch alles ultra schnell, dass wir das kriegen. Und da liegt noch jede Menge davon. So. Aber sozusagen nur ein Stack, dann Yellowrite Ore, dann nehmen wir gleich nochmal Golderz mit, nicht Golderz, Kohle. Ich bin jetzt auf Gold eingestellt, weil ich brauche jetzt Gold und Eisen und alles drum und dran, damit ich jetzt nachher die ganzen Sachen machen kann. Denn ich brauche 4
Moment, schauen wir nochmal nach. 1, 2, 3, 4. Ihr braucht 3 Iron Gears, Redstone, eine Diamond Pickaxe und Diamond Gear. Das heißt, wir müssen jetzt sowieso minen, damit wir das machen können, aber... So, und wieder F7 ein, damit ich da jetzt nichts vergiss zum Ausleuchten. Unser Trusty F7, dann wieder Iron Ore und da oben haben wir, da haben wir unser 4. Ach, Wayminer bringt es einfach. Das ist so angenehm. Ne, aber wenn man nicht mehr erreicht, ist natürlich auch nicht cool. So, ich brauche Blocks auf meiner Hotbar. Ah, perfekt. Ja, die nehme ich ja schon wieder mit, lieber Dirt Pillar. Silber ist wichtig. Für Elektrum, das braucht man später irgendwie zuhauf. Ferrus ist auch wichtig, da muss man nämlich noch ganz viel Inbar machen. Blei für Hardened Glass. Yellowrite. Ich weiß nicht, ich würde mir ja gern beim Zwerge einklinken. Die natürlichen Energien sozusagen mit Wasserrädern und was man noch nicht alles machen kann in dem Spiel. Ups. Das Warmer Bleierz. Böse Lava. So. Da wird es weitergehen. Ein bisschen Uran nehmen wir mit. Einfach Level mal kennen. New Ore Miner. Okay. Da ist Yellow Right. Ich hätte gar nicht gewusst, dass ich bis jetzt noch neue Erze gemacht habe, denn ich war ja gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich das jetzt brauche. Oh, da war noch Yellow Right. Auf den Redstone drunter lassen wir aber, denn ich glaube, sonst lande ich in der Lava. Aber Ferrus ist wichtig. Da haben wir das Silber. Und Silber nehme ich generell gern mit, denn das erinnert mich immer an Diamonds. Und dann meine ich immer, wuhu, ich habe Diamonds gefunden und dann ist es nur Silber jetzt. Und dann ärgere ich mich immer wieder. So, dann haben wir Lapis und Gold. Jetzt beim Gold. Perfekt. Lapis Lazuli. Mir ist ja schon öfter gesagt worden, ich sprich Lapis Lazuli so witzig aus, so erheiternd oder so angenehm. Ich habe keine Ahnung. Bitte sag mal das irgendwer mal, wie witzig oder wie gut ich Lapis Lazuli ausspreche. Ferrus und Eisen. Ach, Invar ist wichtig. Wo ist da gerade? Hä? Gut, nehmen wir ein Water Bucket. Die Crops hätte ich vorher aushauen sollen. Gut, das war jetzt einmal. Ein Spielchen mit Armerz und da ist schon wieder Silber. Da ist so viel Silber! In anderen Spielen habe ich die ganze Zeit Probleme, dass ich an Silber komme und dann die ganzen Ressourcen und da ist einfach so, hey, da brauchst du Silber, da nimm so viel du tragen kannst. War in echt natürlich auch cool, wenn man einfach so nachher. Oh, ich bin schon Level 30. War in echt natürlich auch cool, wenn man nachher einfach so in der Gegend umgehen kann und sagen, hey, ja, da, ich habe Silber gefarmt. 3 Tonnen. Bitte kauf mir das ab und dann kriegst du so einen Echtpreis. Also so einen Verkaufspreis einfach von Silber und dann bist du eh schon. Oh, ich habe Ferrus bis jetzt nie aufgeklaut. Ah, nein, das ist leider, weil es dort runter drin liegt. Ah, das hat mir gerade geschreckt. Weil das Inventar ist doch voll. Blei, da mal Cobble. Gravel braucht man nicht. Und jetzt muss ich gleich wieder schauen, wo denn. Ah, da. Das muss man auch besser markieren. Dann mache ich nämlich jetzt einfach auf Bohrfackeln. Und finde ich das schon wieder. Da unser Lava-Reservoir für die Schmiede. Und da graben wir weiter nach vorne jetzt. So, und auf zu Saphir-Pickaxe.
Warum funktioniert jetzt Rain Miner nicht mehr? Ah ja, die wilde Blume können wir doch ersetzen. Weil wir so wild sein. Muhaha. Also na, oben hin. Wer sich wundert, warum wir Fackeln immer oben links hinsetzt, wenn ich meinen tue. Es liegt einfach daran, ich weiß nicht, in welche Richtung wir gehen am Schacht. Wenn sie rechts sein, gehe ich retour und bin am Rückweg. Einfach leider, dass ich nicht einmal nachdenken muss, wenn ich es mache. Und die haben es uns einfach schon so angewöhnt, das immer links hinzusetzen. Okay, muss man merken, ich mache keine Saphir-Pickaxes mehr, weil Saphir-Pickaxes unterstützen scheinbar Rain Miner nicht. Oder ich drücke jetzt plötzlich in komplett falschen Button für Rain Miner und es interessiert keinen, aber... Ja, das habe ich mal gedacht, dass wir da direkt durchwandern durch die... Aber mir geht es eben darum, dass ich da weiter nach vorne kommen will. Ja, das ist ein guter Abstand, da kommt man weit mit Fackeln. Dass ich da weiter nach vorne kommen will, weil ich mag einfach Strip Mines brutal gern, denn man kennt sich aus. Man macht einmal eine Richtung richtig lang und dann fängt man an. Die Richtung, die Richtung, die Richtung, die Richtung. Das ist das Einfachste, was man machen kann und das Effizienteste, weil man ist die ganze Zeit auf Höhe 11 unten. Man hat die ganze Zeit Chance, Diamonds zu finden. Natürlich, wenn ich jetzt schon wieder von der Zwergi. Oh, und ja, ich mache jetzt gleich eine Doppelfolge draus am besten. Da begrüßt uns wieder der Zwergi mitten in der Folge und die hat mir jetzt so verplappert. Aber ja, ich mache jetzt einfach eine 40 Minuten Folge für heute. Dafür gibt es am Samstag nichts. Weil am Samstag, ja, ich mache halt einfach eine Doppelfolge. Dann war es der Zwerge immerhin, was er jetzt, ja, jetzt tue ich aber eigentlich nachher vom Zwerge. Na okay, er macht die Folge eh für heute, dann ist es eh wurscht. Und es ist voll angenehm, dass jetzt gleich mal einer schlafen muss. Damit man eine Kimp in. Also, damit man außer Kimp aus der Nacht. Denn das war ja doch am Anfang für mich. Ja, recht schwer auf Multiplayer-Server das irgendwie auf die Reihe zu bringen, dass die Leute schlafen gehen. Und so wird das einfach ausgehebelt. So geht einer schlafen und dann haben alle wieder Tag. Voll angenehm. So, das erinnert mich jetzt sogar richtig so auf Vanilla-Strip-Minen, weil ich bin ja immer noch Vanilla-Fanboy. Lava. Schön. Wenn Lava da ist, schauen wir mal, da drüben sieht man Mobs. Das heißt, wir gehen bei der Lava da dann gerade. Oh, da habe ich jetzt genau irgendwie alles mit dort so gesetzt. Da Rubine und noch eine Rubine. Dann geht unser Lavasee in die Richtung weiter. Ja. Und ja, ich tue gerne Lavaseen aufdecken, denn man findet meistens sowas einfach dahinter und Gold braucht man ja ein bisschen. Dichtes Gold. Einem dichten sein drei Stück drin. Das ist cool. Ach, ich liebe den Fackeltrick. Und ja, wenn es jetzt eine Doppelfolge wird, haben wir ja noch 10 Minuten Zeit. Verdammt. Nur 10 Minuten Strip Minen. Also nur 10 Minuten Strip Minen, denn ich kann ja da eine halbe Stunde Strip Minen. Mir persönlich war es relativ wurscht, aber
Dann wird das jetzt eine Doppelfolge, wird eine Farmfolge hinten dran gehängt. Ich hoffe, die anderen haben kein Problem damit, dafür gibt es am Samstag nichts. Mystical Cyan Flower, nein, die brauche ich gerade nicht. Ich glaube lieber den ganzen Cobblestone auf, der was mir da oben fällt. Denn ich brauche Baumaterial für mein Häuslein. Und dann muss ich nämlich einen anderen Chisel bauen und der Chisel ist dann schon wieder alles, was ich brauche. Chisel und Cobblestone, das sind glaube ich so die besten Mods fürs normale Bauen, was ich mir einfach so vorstellen kann. Ich habe wohl einen Lavasee gefunden. Lavasee zeugt von Größe. So, das tun wir gerade noch ein Splay raus. So, und sorry, wenn ich in der Nähe von Lava bin, muss ich mal ein bisschen aufpassen, dass ich auch Shift drücke und alles. Ups, Fackeln, jede Menge. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Da haben wir jetzt wieder so ein Mystical Flower. Und da haben wir noch ein paar Berry Bushes. Die holen wir uns natürlich sofort. Habe ich nicht wieder aufgeklappt, Wasser? Okay. Meh. Wer hat meine Fackeln stehen lassen? Und da haben wir unsere Diamonds. Schaut auch so aus, werden es wahrscheinlich genug sein. Da holen wir gerade das Wasser raus, denn dann können wir jetzt noch vielleicht unser Quarry aufstellen. Dann brauchen wir leider noch jetzt Energie. So, perfekt. Das wird ja jede Menge Material. Dann machen wir jetzt da noch schnell ein paar Fackeln. Da mal alles ausleuchten. Wie ich schon öfter betont habe, mag ich das nicht, wenn es dunkel ist bei mir in der Nähe. Weil das bringt nur Unglück. Aber Ferris, alles drum und dran. So, das machen wir jetzt ganz einfach. Ich hole mir das da. Und es seien genug. Danke. Danke, Game. Danke. Und damit die Diamanten ja nicht hin werden. Oh, und das sind sogar ein bisschen mehr, wie ich brauche. Jetzt sehen wir da noch die Barberry. Und die hab, ich wollte gerade sagen, juhu, noch mehr Diamonds. Na, das ist Silber. Da ist noch mehr Silber. Und die holen wir noch die Barberry Bushes da drüben, weil die sind noch wichtig. Und dann gehen wir jetzt hinter und gehen dann noch ganz schnell die Map erkunden. Hallo! So, ich brauche jetzt. Achso, nein, ich sollte nicht auf dem Berry Bush draufstehen. Ich brauche dann jetzt gerade Platz, Gravel. Und. Okay, die Bären sind jetzt nicht gerade so wichtig im Moment. Die haben wir mal da in die Lava. Aber ein Gravel wollte ich wieder haben, weil ich doch Groot brauche. Und da oben ist also irgendwie der Zombie hergekommen. Ja, da oben ist ganz, ganz, ganz viel rotes Zeugs. Aber ja, tun wir mal herunter und ausleuchten. Das ist wichtiger im Moment. Da mal zum Rand zurück. Sonst habe ich gerade nichts vergessen. Und dann wieder retour mit unserer Strip Mine. Da sind wir hergekommen. Und jetzt ganz, 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 ganz schnell. Jetzt wäre ich nichts geschrieben, oder? Nein, der ist lange am Schlafen gegangen. Ganz, ganz schnell hinter. Bauen unser Quarry zusammen. Und stellen ihn dann irgendwo hin. Und dann baue ich vielleicht gleich das nächste Solar Panels oder sowas, damit sie zumindest am Tag arbeitet. Und ich brauche Obsidian, das heißt, ich bräuchte eigentlich, wie viel habe ich da jetzt? Ich habe 4. Ich habe einen Diamant zu viel. Aber das ist perfekt. Dann kann ich mir jetzt nämlich noch ein Tool bauen und das mit einem Diamant upgraden. Dann habe ich nämlich eine Pickaxe, mit der ich, also eine Pickaxe aus Eisen, mit der ich einen Obsidian abbauen kann. Weil das ist ein Diamond Upgrade oder der Diamond Modifier und der ist voll super. Der bringt nämlich erstens einmal mehr Durability wegen dem Diamond und zweitens, ich kann Obsidian abbauen.
Also ich habe eine Pickaxe mit Mining Level Diamond. Oder Obsidian. Ich weiß nicht mehr genau, was da jetzt was war. So, jetzt brauche ich F7 schon einmal nimmer. Und da können wir Obsidian holen, dann können wir Hardened Glass machen, dann kann ich mir Redstone Flux Duct machen, weil da brauche ich dann leider ein bisschen Glas und Gold, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dem rennen wir nicht da rein und legen alles in die normalen Öfen, sondern wir hauen gleich alles in die Schmiede. In unserer trusty riesige Schmiede. So, da haben wir Yellowrite, da haben wir Gold, da haben wir Eisen. Ah, es ist super. Und da hat noch so viel Platz. Teufel. Was braucht man noch? Kohle haben wir da. Ein Diamond. Wir machen jetzt die Diamond Pickaxe. Und zuerst machen wir da mal einen Guss. So, das waren jetzt zwei Ingots. Dann holen wir da mal wieder ein Gold. Also ein Golden Gear außer. Holen uns da. Ah, jetzt haben wir die ganzen anderen Sachen unten liegen lassen. Da bauen wir uns jetzt schon eine Pickaxe, weil ich das gerade wieder vergessen habe. Holen uns die anderen Diamonds. Die sind da drin. Dann haben wir jetzt noch 9. 8 brauche ich nur, die Pickaxe habe ich schon. Ich habe mich gerade kurz wieder erschreckt, dass es nur 9 Diamonds. Ah, die ganzen Kübel. Die kann natürlich alle einschmelzen. Aber ja, ich habe jetzt eh mal. Ich glaube, ich habe jetzt eh genug Material für die Quarry. Redstone habe ich ja auch dabei. Passt. Da sollte schon alles geschmolzen sein. Ja. Gold mit 31. Oh, das liegt da. Was haben wir weg? Rotten Flash brauchen wir auf keinen Fall. Eine damit in der Mitte. Und die aus dem Dummen haben wir Diamond Gear. Da haben wir Snow Gold Gear. Das jetzt natürlich wieder am Boden liegt, weil ich gerade Rotten Flash noch aufgeklappt habe. Weg mit dir, Rotten Flash. Ich brauche die nicht. So, die 9 haben wir die beiden Diamond Gear mal. Die werden da eingesetzt. Die Diamond Pickaxe. Redstone, jetzt nur 2 Gold Gear und dann noch 3 Eisen Gear und dann haben wir mal eine Quarry. Wenn ich mir denke, wenn man das so spielt, ohne die Schmiede, braucht man ewig viel für eine Quarry. Da braucht man die 65 Eisen, was ich ja gerade gelesen habe, braucht man glaube ich fast komplett noch an. So. Das aber dann ist das Letzte, was wir machen. Denn dann sind wir 40 Minuten und 40 Minuten sind dann super. So. Trusty Casting Table. Einer damit dir. Die beiden und dann das. Und dann haben wir unser Quarry. Den stellen wir jetzt aber noch nicht auf. Ich schau gleich gerade noch, was Solar Panels brauchen. Ich brauche nämlich gleich noch Silber und Glas. Solar Generator. Ein Diamond Block. Na, sicher nicht. Der braucht ganz, ganz viele sowas. Gibt es nicht irgendwie Solar Panel einfach? Solar Generator. Blank Upgrade. Na. Solar Panel. Ein Generator. Wie kriege ich bitte Batterie? Wie kriege ich Tin Item? Tin Plate und einen Forge Hammer. Okay. Suchen wir einfach mal noch Panel. So, sieht das, da war ja super. Project Expansion. Okay, Elektrosilikon. Na, habe ich auch nicht. Gibt es nicht irgendwie ganz super kleine Solarpanels, die man herstellen kann? Eine EU pro Tick. Okay, EU ist jetzt aber die falsche Ding. Ich brauche ja alles in RF.
Jennifer 2F, Capacity 1000F. Wie baue ich die? Wie baue ich die? Das würde gehen. Steel Nuggets, verdammt, da muss ich erst noch einen Stall machen. Aber das geht eigentlich auch wieder in. Na, dafür brauche ich wieder einen. Ah, ja, anstrengend. Da mal Electrolyte Alloy Ingot, okay. Elektrotin Iron Compound. Wie mache ich die mit Elektrotin? Elektrotin kriege ich als Elektrotin Ore. Das habe ich also nicht. Ich kann also noch keine. Ich kann also noch keine Solar Panels bauen. Das heißt, ich werde am Anfang wieder auf mein trusty Sterling Engine. Die gibt's doch nicht. Die Redstone Engine, Clockwork. Gewaschen. Da ist der. Ah, ich habe Sterling falsch geschrieben. Entschuldigung. Die geht nämlich da mit Stone Gear, ist das ganz, ganz billig. Mit Glas und mit Cobblestone. Das einzig teure dran ist der Piston. Aber von denen kann man nachher ein paar Stück zusammensetzen, haut ein bisschen was Brennbares rein und das fährt einmal. Das ist dann einmal, dann nehmen wir da zumindest noch eine Holzkohle, die was wir selber gemacht haben und nicht die Erdkohle. Aber ja, jetzt sind wir auf unsere 40 Minuten. Das war's noch, der Helm muss runter. Das geht einfach nicht. So, das war's noch einmal wieder. Also dem mal mit doppelt so viel Spaß mit Strip-Minen und Material. Und jetzt wissen wir eh schon, was wir demnächst machen werden. Die Quarry aufstellen, dass wir selber nicht mehr arbeiten müssen. Da braucht man dann noch die blauen Fackeln. Was dann, glaube ich, Redstone-Fackeln sein, da wo man ein bisschen Lazuli drüber kippt oder so irgendwas. Damit ich eben die Quarry nachher aufstellen kann, wie ich will. Und ja, nachher wird noch unser erstes Tinkers Tool gebaut, ein Pickaxe wahrscheinlich, mit einem Diamond Upgrade nachher gleich dazu, damit wir auf Obsidian sein. Und. Da uns fällt ja genug ein. Und dann können wir nämlich da den Berg abtragen. Da werden wir wahrscheinlich noch einen Hammer bauen sogar. Den Berg abtragen und statt dem Hügel da, dem kleinen, bauen wir unser kleines, schönes Häuslein hin. Mit einer Schmiede außen und einem tollen Garten und allem drum und dran und da haben wir einen Wald. Das machen wir alles. Das wird was, das kann was. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen da. Wenn es euch ganz gut gefallen hat, lasst mal ein Abo da. Und schaut so beim Zwergi, beim Shansugo und beim Annie vorbei. Und der Mayhem spielt auch da drauf. Ich weiß nicht, der ist glaube ich nur Streamer. Also der streamt das nur ein bisschen, deswegen kann man da gar nicht so nebenbei eine schauen, sondern da muss man einfach am Sonntag beim Stream vorbeischauen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das war's wieder mit den Kamerale. Ciao.